Hallo und herzlich willkommen, euer Wizard am Start, und heute gibt es wieder mal ein Ski-to-Talk-Video. Der zweite Drehversuch, weil den letzten habe ich ein bisschen verkackt, aber scheißegal. Auf jeden Fall geht es heute um die Logik eines Schizophrenen, wie er Sachen verbindet und so glaubt, dass das die Realität ist. Also bleibt dran, liebe Leute. Weiter geht's mit diesem Bild, was ich vor circa 2-3 Jahren gezeichnet habe. Komplett irgendwas zeichnet, einfach was mir gefallen hat. Und was sieht man auf dem Bild? Zum Beispiel die Flagge hier. Das ist die Illuminatenflagge, eine Portalgun, Portale, wo Sachen rauskommen, das Ohmzeichen und Mond und Sonne soll das darstellen. Auf jeden Fall war es einfach Kunst. Ich bin Künstler, ne? Und da macht man manchmal sowas und zeichnet einfach. Auf jeden Fall in meinem letzten psychotischen Schub, der 2019 war, und meiner ärgsten Schübe waren, nicht für die Sachen, die ich getan habe, aber wohl eigentlich schon ziemlich arg, und wo ich seitdem auch drogenfrei bin, außer Nikotin und Alkohol, aber jo, was ist in den Schub passiert? Ich habe alles von allen Schüben, die bevor waren, alles was passiert ist, mein ganzes Leben so im Zusammenhang gesehen, dass ich dann glaubt habe, jo, das bin ich. Ich habe mich gemalt und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das alles real, weil wie ich die Drogen genommen habe, habe ich auf einmal Rick and Morty gesehen. Ich habe die Leute gesehen, an die ich gedacht habe, nicht ganz fleischlich, aber ich habe es wirklich wahrgenommen, dass quasi da sind, und das ist eine Geschichte, aber das kommt in Sheets of Storytime ziemlich am Schluss, weil da gibt es noch viel vorher, was ich besprechen will, weil ich gehe es ja vom Anfang an durch. Auf jeden Fall hätte ich dann gedacht, ja, Rick and Morty sind real. Nächster Gedanke, Multiversum. Multiversum beinhaltet alles. Jeder Film und jede Serie ist real. Folge. Das war die Folge daraus. Auf jeden Fall hat mich dann jeder Film getriggert, und ich habe auch mit Dr. Strange schon so geredet. Ich habe mit verschiedenen Leuten geredet, auf verschiedenen Multiversum, also nicht nur aus Filmen, aber ich habe es wirklich gehört in meinem Kopf. Und das war Bullshit. Ich meine, für mich war es kein Bullshit, für mich war es komplett real. Ich habe sogar geglaubt, dass ich Infinity Stones habe und einfach sowas machen kann in anderen Universen, also im Marvel-Universum. Und das werde ich euch noch genau erklären. Auf jeden Fall, die Logik einer Schizophrenen ist komplett wirr, weil alles irgendwie so gut passt. Da gibt es ein gutes Lied zum Beispiel, das würde ich euch noch gerne... Ah, scheiße, schaut es euch selber an. Stimme von EEF. Das Lied habe ich das erste Mal gehört, wie meine Schizophrenie ganz ausbrochen ist. Ich werde es euch unten verlinken, und dann versteht ihr besser, warum das alles so perfekt einfach ausschaut. Und im Endeffekt waren es wahrscheinlich blöde Zufälle, obwohl man muss auch sagen, dass gut war, weil die Schizophrenie habe ich auch viel positive Sachen mitgenommen, und außerdem kann ich jetzt anderen Menschen mit dieser Erkrankung, die sich sehr schwer tun, das könnt ihr mal glauben, weil wenn man schizophren ist, ist das für einen auch nicht leicht, nicht nur fürs Umfeld ist schwierig, für den, der es hat, ist es wahrscheinlich noch schwieriger, kompliziert. Ich meine, Umfeld ist auch ziemlich schwierig, wenn man einen Schizophrenen, Psychotischen in der Nähe hat. Die meisten wissen nicht, wie man damit umgehen soll. Und am besten hilft man sich selber. Aber ich kann so drüber reden, weil ich die Erfahrung habe von 4 Jahren Schizophrenie und jetzt behaupte, dass ich ziemlich draußen bin auf der Schizophrenie, auch wenn ich noch Sachen sehe oder Stimmen höre. Aber ich bin gut eingestellt auf Medikamenten und es geht bergauf, Leute. Also, da braucht man einfach kein Mitleid, aber Mitgefühl wäre schon schön, wenn man einem Schizophrenen gegenübertritt, aber man sollte auch auf keinen Fall die Psychose verstärken, also bestärken. Das ist echt eine schwierige Sache. Falls ihr Fragen dazu habt, ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten. Und ja, jetzt seht ihr, dass diese Logik von Schizophrenen komplett anders ist, weil sie auch Wahngedanken haben, sie haben Halluzinationen, und darum ist das extrem schwierig, dieses Thema. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder mehr von mir sehen wollt, lasst einfach ein Abo und ein Like da, sagt, was ihr sehen wollt. Und jo, ich bin raus. Peace out.